Marvin. Bis Kevin. Und heute probieren wir euer Lieblingsessen. Wir haben auf Instagram gefragt, was euer Lieblingsessen ist. Und ihr wart sehr kreativ, habt uns viel geschickt. Und wenn ihr auch zukünftig mitmachen wollt, folgt uns auf Instagram. Marfit und Kevin Fiti, da kriegt ihr alles mit und könnt auch selbst mit interagieren und eventuell im Video eingeblendet werden. Wir hatten ja schon mal einen Teil gemacht, Essen, was unsere Zuschauer lieben, und das ist der zweite Teil. Und jetzt schon mal, Leute, wenn wir einen dritten Teil machen sollen, Leute, knallt mal 50.000 Likes voll, dann gibt es einen dritten Teil davon. Genau. Und ja, jeder hat sich 6 Sachen ausgesucht. Yes. Ja, von meinem Profil 6 Sachen, also die Leute, die mir geschrieben haben und Leute, die Kevin geschrieben haben, 6 Sachen. Genau, lohnt sich immer beiden zu folgen, weil wir teilen das immer auf. Ja, Mann, ich hab schon Hunger, ihr habt krasse Sachen geschrieben. Wir haben jetzt auch extra Sachen genommen, die wir nicht selber oft essen oder noch nie gegessen haben. Deswegen, ja, wer fängt an? Schnick, sei schnuck. Guter alte Schnick, sei schnuck. Dieser fang ich an. Okay, du fängst an mit deiner Sache. Sammy schreibt Pizza mit Fleisch. Wir haben eine Pizza mit Fleisch bestellt. Oh, ja. Typisches Hähnchenbrustfleisch. So. Ist hier am Start. Also ich bestelle mir nicht Pizza mit Fleisch. Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben Dönerfleisch genommen oder was auch immer. Oder Hähnchenbrust? Kein Eimer. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Fleisch. Nee, einfach Döner. Nee, Pizza mit Fleisch. Ja, Mann. Nimm mal ein Stück jeder. Schmecker sind verschieden, ne? Okay. Jeder nimmt ein Stück und dann für mit Fleisch abbeißen. Schmeckt mit Fleisch. Jetzt liegt Fleisch drauf. Ich werde mal testen. Ist schon mal gut. Ja. Und go. Auf jeden Fall. Also, ist lecker, aber Fleisch passt für mich nicht so. Die Pizza muss so Champignons, so höchstens Schinken oder so. Fleisch ist too much irgendwie, ne? Mehr ist too much, da hol ich mir lieber einen Döner oder so. Genau, also das passt irgendwie für mich nicht, die Kombination. Aber kann man machen. Ja, aber kann man auf jeden Fall machen. Als nächstes, Brotzit schreibt Krabbe. Das ist schon sehr speziell. Die haben wir eben gekocht, Leute, haben wir frisch zubereitet. Und hier sind die Mr. Krabs Krabben. Ey, wie isst man die, ne? Wie isst man die? Ist die Frage. Also, die haben ja von innen so das Fleisch, ne? Glaub ich. Ja, Mann. Boah, Leute, da müssen wir jetzt echt mal einen in die Hand. Ich glaube, man schämt die irgendwie. Ich habe noch nie Krabbe gegessen, ne? Ist auch ein bisschen komisch für mich. Man muss den Körper irgendwie abziehen. Ach, krass. Ah, hier. Ja, man muss den Rücken so abziehen, glaube ich. Und das Fleisch hier kannst du essen, dann. Leute, damit ihr es auch nochmal seht. Also drücken so ab, hast du gesagt, ne? Oh, krass. Ist hier das zarte Fleisch. Boah, das kann man alles essen. Krass, dass man sowas zubereitet für so ein bisschen Fleisch, ne? Ja, ne? Die ganze Akt. Junge. Krass. Okay, wir probieren mal. Weiß ich nicht, ich hab noch nie Krabbe gegessen. Boah. Ja, ist wie Papier, so voll dünnes Fleisch. Und deswegen holt man sich so ein Ding und muss... Hä, davon kann man ja gar nichts essen, ne? Warum ist man so geil drauf, dann sowas zu essen, Digga? Krabbe und schmeckt auch gar nicht so lecker. Ein bisschen nach Fisch so, aber... Ist ja auch so ein Bonzenessen mit Muscheln und so, aber... Bin ich raus. Nils SMR schreibt Leberwurst auf Brot mit sauren Gurken. Das haben wir mal geholt. Oh doch, das kann gut sein. Ich glaube, das ist lecker. Normales Brot. Jetzt haben wir hier Leberwurst, klatschen nochmal drauf auf das Brot. Aufschmieren. Schön gut hier verdrehen. Und die Gurken on point jetzt drauf. Und ich würde sagen, jeder beißt mal schön runter. War noch irgendwas drauf oder nicht? Das war's? Das war's. Okay. Also sieht schon sehr lecker aus und schmeckt auch. Also ich glaube, es wird richtig geil schmecken. Mm. Boah. Hammer Kombination. Passt perfekt. Dieses Trockene von der Leberwurst. Boah. Dann diese salzigen Gurken. Ein richtiger Feinschmecker, der das geschrieben hat. Hammer. Marek schreibt Pizza Hawaii. Habe ich noch nie gegessen eigentlich. Die haben jetzt gerade frisch in den Ofen geschoben, eine Fertigpizza. Hast du schon mal Pizza rein gegessen? Ne. Irgendwie bin ich mal dran vorbei. Ananas auf Pizza bin ich überhaupt nicht. Und dann noch mit Schinken. Bin ich gar nicht der Typ für, ne? Ja. Reiß dir mal ein Stück ab. Und? Aber ich muss sagen, mir geht das voll klar. Ja, zart. Und Scheiß. Probieren wir. Ich hab's irgendwie unterschätzt. Nee. Also ich finde, ich kann es essen. Also die Ananas stört mich jetzt nicht so. Ich hätte gedacht, die stört mich, aber es geht echt klar, die Kombi.
Und bei dir? Geht fit? Sobald die Ananas kommt. Krass, also. Ist mir viel zu süß einfach. Nein, Mann. Okay. Geht gar nicht fit. Krass. Schmeckt also unterschiedlich, ne? Niklas Packbier schreibt Hotdog mit viel Käse überbacken. Haben wir hier schon mal Hotdogbrot? Hier eine Bockwurst. Ja. Wir stellen uns den kurz selber. Genau. Dann das Würstchen da rein. Rein mit dem Ding. Diesmal quer. Reibe Käse, damit das schön kräftig überbacken wird. So, mal schön hier drüber. So, komm, wir tun auch noch hier rein Käse. Genau, rein. Also volles Programm, dass der Käse überquillt. Okay. Und nochmal hier. Jetzt nochmal schön von drauf. Außen, also wir wollen es richtig wissen. Oh, ein bisschen. Hier, so dass das so verläuft alles, ne? So. Also er meint, den Käse überbacken, wir machen es mal richtig, oder? Vielleicht sehen wir das. Okay, 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 okay. Mikrowelle. Ab in die Mikrowelle. Bam. So, oh, okay. Der Käse ist mal ordentlich überbacken. Wow, heiß. Wow, heiß, 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 heiß. Okay, das ist ordentlich schießt drauf, Mann. Oh, okay, der Hotdog ist auch ein bisschen weich geworden jetzt. Ja. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen von Cheese. Ein bisschen abkühlen lassen, bevor wir rein. Ja, den lassen wir abkühlen, solange machen wir das nächste. Genau, Geschmacksprobe kommt gleich. Litter schreibt Tintenfisch. Alter. Den haben wir auch zubereitet, so ein Tintenfisch-Tentakel oder so. Wisst, diese Noppen und so. Und hier ist der schön gebraten, Leute. Riecht aus der Pfanne. Wenn du das schon angucke, krieg ich schon. Wo willst du runterbeißen? Von einem dicken Ding oder von einem. Ich würde sagen, in die Noppen reinbeißen. Also richtig, vom Allerfeinsten reinbeißen, ne? Okay, ich fang mal an hier. Ist ja eine Delikatesse, keine Ahnung, was alle damit haben, aber. Ja, ist halt eiweißhaltig, ne? Boah, aber geht gut ab, ne? Ich dachte, der wäre zäh. Okay, Leute, hier seht ihr. Hier auch nochmal die Noppen. Oh. Sehr beeindruckend und motivierend finde ich. Ja, also diese Kopfsache, ne? Schmeckt eigentlich, aber. Ey, aber von außen wie so eine. Geht eigentlich echt fit. Ey, mein Lieblingsessen. Ich hab im Kopf, sieht so scheiße aus, Alter. Ey, ich glaube, alles ist voll lecker. Das kann ich jeden verstehen mit euren Tintenfisch, was ihr habt. Aber ich bin überrascht. Kennt ihr, Bruder? Jigit hat geschrieben, Yam Yam. Boah, Leute, wer kennt das auch aus der Kindheit? Diese Nudeln, die man immer so roh zerknüppeln konnte. Die muss jeder kennen. Wenn ihr die nicht kennt, Mann. Leute, wer kennt sie? Das wir haben einmal Special Chicken Geschmack und einmal Ente, ne? Hier einmal Entengeschmack. Genau, und eine machen wir trocken und eine als Nudeln. So genau. Einfach. Wie gesagt, trocken, Kindheitssnack gewesen. Genau, man kann ja trocken, ja, so zerbröseln und dann das Gewürz drauf machen und dann so snacken. So, wenn man eine Brust ist oder so, machen schon auch viele. Ja, die normale Zubereitung ist ja eigentlich, man legt das echt nur so in die Pfanne und das anbraten. So, ich zerbrösel meine und deine kochen mal, ne? Yeah. So, wir öffnen das. Holen das Paket raus, legen das hier rein. Jetzt kommt das Gewürz drüber. Erstmal ein bisschen Chili. Jetzt noch die Würzmischung drüber. Und dann gleich heißes Wasser machen wir rein und legen in den Deckel drauf. Keine Ahnung, wir machen das irgendwie anscheinend immer falsch, aber so schmeckt es auch. Hauptsache, das kocht dann. Heißes Wasser drüber. Jetzt einen Deckel drauf und das schön eingehen lassen. Warten, bis es eingeht und dann sehen wir uns gleich. Genau. Wir können schon mal die trockenen probieren. Ah, genau. Natürlich mit Gewürz. Hey, hier ist aber schon so ein Grundgewürz. Wir können einmal so probieren. Okay. Trockene Nudeln. Aber dafür auf jeden Fall noch Gewürz, ne? Da fehlt was. So, hier haben wir auch Chili und, keine Ahnung, Knoblauch und so. Bisschen Chili hier. Genau. Oh, ist lecker. Sehr lecker. Kräutermix mit Salz und so. Und Essen ist fertig. Genau. Auch nice. Leute, wenn ihr Yam Yam isst, was isst ihr lieber? Trocken oder lieber als Nudeln, also flüssig? Ja. Das Witzige, ich habe voll spät erst gecheckt, dass man die auch kochen kann, weil ich als Kind immer nur die so. Ja, man kannte nur da, aber das Trocken so. Leute, jetzt gibt es ein kleines ASMR. So, jetzt wird der Hotdog endlich mal hier probiert. Weiß ich einfach hier rein. Ganz viel Käse am Drippen hier. Und heiß. Oh, das schmeckt ja immer was. Boah. So richtig mächtig. Kann nie genug Käse haben. Boah. Alter.
ist heftig lecker, boah. Jetzt noch Ketchup. Boah. Jetzt noch Ketchup dazu, Junge. Käse geht immer. Das wird einem echt klar dadurch. So, die Nudeln sind jetzt essbar. Leider haben wir jetzt keine Stäbchen. Lange Nudeln hier am Start. Komm, jetzt komplett aufsaugen. Und es ist lecker. Echt lecker. Boah, das ist fast die ganze Packung. Hey, das sind fast alle. Ja, Mann. Komm, sag mal eine gute Saugungshandzahl. Ey, jetzt kannst du schon. Ich feuer dich an. Jetzt kannst du. Ey. Mmh. Aber ich glaube, wenn die so fettig wäre, dann würde es richtig schnell hochrutschen, Alter. Aber? Boah, mal richtig lecker. Schmackhaft, so simpel, ne? Viel besser als trocken. Ja, auf jeden Fall. Hammer. Oh, sehr lecker. So schnell hat man Mittagessen, Alter. Jerry schreibt, Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Klingt nach Mittagessen, ne? Das ist ein Mittagessen. Wir haben hier eine schöne Bratwurst mit Sauerkraut. Kartoffelbrei hatten wir jetzt leider nicht mehr bekommen. Bratwurst mit Sauerkraut, habe ich auch noch nie gegessen. Also Bratwurst schon, aber Sauerkraut glaube ich nicht, oder selten. Bratwurst. Hm. Und schmeckt's. Ein Stück ab hier. Das schmeckt aber rein, ne? Passt richtig gut. So, hier. Gucken. Boah. Hm. Passt wirklich geil. Anis Jaidi schreibt Kinderriegel mit Ketchup. Okay, das ist einfach noch pervers. Aber wir wollen es mal testen. Ketchup und Kinderriegel, Jungs. Kinderriegel. Ich weiß nicht, ob es sein Ernst ist oder ob der es einfach verarschen will. Oder er einfach nur sehen will, wie er das essen. Ja, wir probieren es. Die sind ja voll weich. Sind die geschmolzen? Alter, Leute, die sind einfach, oh mein Gott. Wir haben noch fast 40 Grad. Und über 30 Grad, 35, oh, 36 Grad. Ach, du, Leute, die sind einfach weich, die Kinderriegel, komplett. Aber egal, wir müssen das essen. Das passiert, wenn man Schokolade nicht im Kühlschrank lagert, so wenn es so heiß ist. Der wabbelt schon richtig gut rum hier. Aber egal, Ketchup drauf und dann ab geht's. Ja. Ah! Was war denn das? Da kommt dieser Saft raus, man muss ihn schütteln. Der war schmackhafter hier. Schön. So. Leute, on point. Schokolade und Ketchup. Schau mal jetzt. Rein. Boah. Boah. Boah, köstlich, wirklich. Boah. Boah, Leute, das war so grässlich. Das war bis jetzt das Ekelhafteste, was wir jetzt hier hatten. Ja, Mann. Wenn du es ernst meinst, Alter. Oh, dir ist leider nicht mehr zu helfen. Ja, Mann. Such dir Hilfe am besten. Fenno schreibt Döner. Mit nur viel Fleisch und nur Zwiebeln. Also einfach nur trocken Zwiebeln und Fleisch. Ich glaube, du hast keine Freundin oder datest nicht viel, weil das ist eine tödliche Kombi. Wir haben den hier bestellt, den Döner. Ich hoffe, der ist so, wie wir den beschrieben haben. Oh, wir gucken schon Zwiebeln raus, Leute. Ey, die haben den echt so gemacht? Ohne alles, ne? Leute, Döner mit nur Fleisch. Nur Fleisch und nur Zwiebeldöner. Alter. Alter, schon würzig und trocken, ne? Also der Mund stinkt danach eine Woche lang safe. Ja. Aber ja. Wie viel Fleisch, Alter. Rutscht's. Aber ist lecker. Fleisch und Zwiebeln. So wie Gyros oder so. Finde ich geil. Aber da fehlt auch nochmal der Tzatziki. Mhm. Aber ist sonst natürlich essbar, aber sehr trocken. Wie ich mir gedacht habe. Chiara NGR schreibt Veggie Burger von Mc's. Den haben wir noch nie probiert. Das ist auch unser erstes Mal. Mhm. Das Ding ist, wir haben keinen Veggie Burger bekommen. Der war ausverkauft, aber dafür haben wir einen veganen Burger. Genau so. Big Vegan oder so, ja, heißt der. Genau. Und den testen wir jetzt mal. Big Vegan TS. Ja. Alter, Alter, Leute. Aber das sieht echt frisch aus. Sieht ohne mal, sieht schon richtig vegan aus, dieses Grüne, ne? Und ja, das Fleisch ist natürlich kein Fleisch, sondern irgendein anderes Präparat, ne? Das ist wahrscheinlich irgendein Kartoffelpuffer oder so. Aber sieht sehr frisch aus und sieht aus wie auf dem Bild, so richtig grün. Und hier eine fette Zwiebel und alles und da ist eine Soße noch drauf. Und jetzt mach's mal rein hier in das Prachtstückchen. Bin ich mal gespannt. Ist das Tofu?
Schmeckt aber. Also die Soße und so ist lecker. Mhm. Mit Fleisch wäre der perfekt. Aber es geht. Ich muss mal ganz kurz nur die Bulette abbeißen. Mhm. Ja, die trocken. Bulette ist so. Es sieht aus wie Fleisch. Aber ich finde, schmeckt es nicht. Ja? So, mit der Soße. Sieht aus wie Fleisch, aber irgendwie. Ja, die Bulette ist ein bisschen ekelhaft, aber sonst ist der lecker. Das macht er den veganen Burger auch. Kannst du recht Brot mit Salami. So, jetzt die letzte Sache und zwar kommt die von Danny. Pfannkuchen mit Nutella und Chips. Also, danke Kombi, hört sich geil an. Bin ich für offen, safe. So, hier haben wir einen Pfannkuchen. Heute Mini-Nutella. Kleinster Nutella der Welt. Schön ordentlich Druck. Das ganze Ding, Leute, in einem mit zwei. Krass, das ist nur für einen Toast oder so. Nicht für einen Toast. Und jetzt da drauf noch Chips. Gesalzene Chips. Boah, man kennt sie, Kartoffelsalzchips. Boah, machen wir mal kurz einen so. Mm. Boah, ja, muss schon sein. Mm. Lange ist es her. Sehr lange. Und jetzt so dick eingerollt, ne? Ja, Mann. Richtig, aber es soll richtig schön crunchen. So. Das rollen wir jetzt ein, Leute. Aber jetzt könnte ich mir schon geil vorstellen. Ja, also ich glaube, das ist heftig. Eine neue Delikatesse hier. Komm, zeig's mal den Leuten in den Porn. Leute, zieht sich rein, Chips, Nutella, Pfannkuchen. Ah, so wäre wieder am Start. Mm. Ist das geil? Mm. Das ist doch geil. Mm. Ist der Tütengenie, der das gesagt hat? Mm. Komm mit. Ups. Wow. Mm. Okay, das ist irgendwie geil. So an sich schon voll verrückt, aber das Salzige und Süße, ne? Auch nochmal heftig. Mmh. Das ist zwar komplett auseinander, aber umso mehr der Geschmack hochkommt, desto geiler wird es einfach. Boah, lecker. So Leute, das war's mit eurem Lieblingsessen. Und Leute, wie gesagt, für den dritten Teil, 5000 Likes, dann kommt ein dritter Teil davon. Genau, und wenn ihr dann auch mitmachen wollt, folgt euch auf jeden Fall auf Instagram einmal Marvin und Ken Fitti, denn dort tun wir immer pro Account eure Ideen aussuchen, die ihr uns dann schickt. Deswegen folgt uns auf jeden Fall. Yes, sehr wichtig, Leute. Liked auch gerne alle Bilder durch, wenn sie euch gefallen natürlich. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.